Das sind die drei beliebtesten Motorräder in der ersten Jahreshälfte 2022. Auf dem dritten Platz haben wir die Yamaha MT-07, die im Zeitraum Januar bis Juni 2022 seit 1683 Mal verkauft wurde. Sie hat 73 PS aus zwei Zylindern und startet neu ab 7674 Euro. Sie kommt mit Yamaha-Qualität, also alles vom Feinsten, nur die Optik, die muss man mögen. Noch häufiger verkauft, nämlich 2256 Mal und damit auf dem zweiten Platz, ist die Kawasaki Z900. Die gibt es grundsätzlich in zwei Varianten. Einmal A2 konform mit 95 PS und einmal nochmal mit 30 PS mehr, 125 PS. Beide Varianten kosten exakt das gleiche, nämlich 9.945 Euro plus Überführung. Das meistverkaufte Motorrad ist mit 5.896 Einheiten natürlich die, genau, BMW R1250 GS. Sie kommt mit einem Zweizylinder-Boxermotor mit 1254 Kubikzentimetern. Daraus werden dann 136 PS gewonnen. Sie hat ein super Fahrwerk, eine super Verarbeitung und extrem viele technische und vor allen Dingen auch elektronische Helferlein, die die Maschine so beliebt machen. Und wenn du jetzt wissen willst, was die beliebtesten 125er sind, dann lass gerne mal ein Follow da.